vorbereitende Energieanhebung, Führung für die Lichtkriegerinnen und Lichtkrieger zum Empfangen der Sternensaat für alles, was du brauchst, um dein Fels in der Brandung in deinem Leben zu sein. Höre die Klänge aus der geistigen Welt. Lass dich jetzt einfach mal zum Beginn ein paar Minuten berieseln und geh selbst ganz tief in die Entspannung. Lass alles los, was jetzt da ist, fühlbar ist, spürbar ist. Und bringe dich in den Zustand der Absolutheit, der tiefen Entspannung. Geh immer tiefer. Vertraue dir und deiner Führung. Vertraue dir und deinem Leben. Und lass dich ein, jetzt. Tief in der Entspannung, ganz bei dir, du fühlst dich wohl, dein Körper ist locker, leicht und gelöst. Atme nun tief durch deinen Körper ein und aus. Lass die Energie deines Atemlichtes, das befüllt wird, mit einem Beginn der einrieselnden Sternensaat durch deinen Körper fließen. Jede einzelne Zelle in Körper, Geist und Seele. Und
Einatmen, die Sternensaat aufnehmen, fließen lassen und ausatmen. Wir gehen nun zusammen auf die Reise. Du wirst dir ansehen, was es bedeutet, diese Sternensaat zu betreten, zu empfangen. Was es bedeutet, wahrhaftige, echte Lichtkriegerin, wahrhaftiger, echter Lichtkrieger. All deiner Magie, in deinem Zauber, worin auch immer du dich siehst, aus was auch immer du in deinem großen Sein bestehst. Es wird sich dir jetzt eröffnen, vielleicht dass du auch heute schon gefragt wirst, eine Entscheidung zu treffen. Schau vor dir die Treppe, gebaut aus Planeten, Sternen, aus Sternenkonstellationen und Mose. Wird mit uns gehen, wird vorausgehen und uns führen. Ich sende dir jetzt eine Energie von tiefem Vertrauen, von tiefem Glaube. Öffnend für deine Urseelenessenz, jetzt atme sie ein in Körper, Geist und Seele. Sie umschließt deine Aura, sie funkelt und glitzert in deinem System. Sie berührt dich. Den Stellen, wo im Verdeckten der Zweifel schwingt, wo im Verdeckten das Misstrauen schwingt, wem oder was auch immer du am Misstrauen bist. Nimm an diese Energie, atme sie jetzt wiederum 2 Minuten, bis du meine Stimme wieder hörst, in dein System ein und aus. Atme die Energie, die jetzt kommt, die dich berührt, ein und aus. Öffne dich für Glaube, Vertrauen, deiner strahlenden, kraftvollen Urseelenessenz. Thank you.
Und nun stehst du auf der ersten Sternenstufe. Es fühlt sich an, als ob dieser Weg, diese Treppe mitten im Nirgendwo, im großen, ganzen Universum, Kosmos beginnt. Schweben. Liegt in der Luft. Es ist magisch. Die Musik geht voraus. Wir sind in hohen Dimensionen angekommen jetzt. Dort ist kein Widerstand, keine Dunkelheit in dem Sinn, keine manipulierten Felder. Es ist einfach frei. Einfach frei. Und doch geht es nochmal in eine neue Welt, in ein Land, eine Zeit, lange, viele Millionen Jahre vor unserer heutigen Zeit. Dort, wo es noch keine Erde gab. Dort, wo die Energie sich im Lichte vereint. Im Tanz der Gezeiten. Im Tanz der Flammen, der Unendlichkeit. Dort, wo diese Energien wirkten, frei waren. Nichts als die Liebe kannten. Dort, wo dein Urseelenlicht, deine Urseelenessenz geboren, im großartigsten Facettenreichtum, wir mit unserem Verstand nie erfassen werden können, denn du bist so groß, so weit, so frei. Du hast alles, was diese Erde braucht. Alles, was in der Verbindung zwischen Himmel und Erde durch dich transportiert werden soll, in deiner Einzigartigkeit als Mensch mit wunderbaren Gaben und Fähigkeiten aus dieser Zeit, vor unserer Zeit. Und spüre in deinen Fußchakra. Ist jetzt 12 Sternenstufen nach oben. Mit jeder Stufe wird reines, pures Licht sich durch deinen Körper transportieren, sich mit deinem irdischen Körper verbinden, dich erleuchten, erhellen, erfüllen. Es gilt heute, nichts mehr dazu zu sagen, außer dich nun bis zur 12. Stufe zu begleiten, dort wo Mose steht, mit einem großen Stab, wie einem Art Sonnenhut, den er trägt, und weit geöffnetem Herzen dich empfängt. Es beginnt jetzt. 1, 2, 3,
4. Ein in die Unendlichkeit der 8. Nimm deine Macht an, lass sie frei fließen, fühle deine Größe, dein Licht, deine Liebe, dein großes Herz. Er spricht mit dir. Er fragt dich, ob du bereit bist zu glauben. Denn der Samen dieser Sternensaat wird ausschließlich dort sich verwurzeln, aufgehen. Geschichte. Es ist Wahrheit. Du kannst es zu deiner Wahrheit machen. Erforschen deiner Gefühle, deiner Informationen, die du dieser neuen Platzeinnahme für dich erkennen werden wirst. Geh jetzt in Kommunikation mit Mose, höre hin, dann melde ich mich wieder.
Du wirst nun mit dieser Meditation 12 Sternensaat-Tore berühren, empfangen, die dich vorbereiten auf die Monate danach, in denen ich dir die Lichtkodierungen überbringen darf. Und es wird einfach gehen, um dann am Ende dieser Monate in dieser verdeckten Christuslinie Einklang deiner Urseelenessenz und der Sternensaat in dir gehen zu dürfen. Jedes Sternentor, dort, wo die Sternensaat sich dir widerspiegelt, jedes Sternentor ist errichtet, für dich geöffnet durch ein besonderes Sternenvolk, 12 wiederum an der Zahl. Jedes dieser 12 befinden sich wiederum in unterschiedlichen Sternen, Räten. Es ist so groß, so weit, so unverständlich für unseren Verstand. Tauch nun ein. Mose wird dich führen, jeden Tag, an dem du diese Meditation machst, 12 an der Zahl, um bis zum 12. Sternentor zu gelangen. Beginne heute mit der Nummer 1, dann die 2, die 3, die 4, die 5, bis hinauf zu 12. Mach jeden Tag nur ein Sternensaattor und empfange jetzt die Sternensaat an dem Tag, an dem du dich heute befindest. Und ich sende dir jetzt ein Toröffnungssymbol. Das wandelbar ist wie ein Chamäleon und dich immer zum richtigen Tor geleitet, dich öffnet zum Empfangen, zum Fühlen, zum Selbersehen. Geh in deinen Spuren, vollkommen du, und bereite dich darauf vor, so sei.